Megan Fox und Machine Gun Kelly haben gemeinsam den Film Taurus gedreht. Bei der Premiere in New York zogen sie alle Blicke auf sich. Megan Fox, 36, und Machine Gun Kelly, 32, haben das Tribeca Film Festival im Beacon Theater in New York besucht. Zur Premiere seines gemeinsamen Films Taurus erschien das Paar in aufsehenerregenden Outfits. Ein enges, rotes Latexkleid ohne Ärmel machte Megan Fox zum Blickfang des Abends. Silberne High Heels vervollständigten ihren Look. Die langen, schwarzen Haare trug der Transformer-Star glatt und offen. Ihr Verlobter Machine Gun Kelly überzeugte im angesagten Monochrom-Look. Zum weißen Pailletten-Anzug kombinierte er farblich abgestimmte, hochgeschlossene Sneakers. Das Outfit rundeten um den Hals und das Handgelenk gewickelte Perlenketten sowie diverse Fingerringe ab. Besonderes Detail, vom rechten Ohr des Musikers und Schauspielers hing ein Ohrring in Form einer Spritze. Machine Gun Kelly schrieb das Drehbuch zu Taurus. Beim Anblick des Paares rückte der präsentierte Film beinahe in den Hintergrund. Dabei sind Machine Gun Kelly und Megan Fox maßgeblich an Taurus beteiligt. Er verkörpert darin den gefallenen Rapper Cole, sie seine geliebte Mi. In Zusammenarbeit mit Regisseur Tim Sutton verfasste Machine Gun Kelly auch das Drehbuch. Als Inspiration diente dem Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Barker heißt, seine eigene Biografie. Wir scheuten fast davor zurück, dass es autobiografisch wird, sagte er auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Berliner Filmfestspiele. Doch es fühlte sich an, als ob es einfach ich wurde. Bereits im vergangenen Jahr standen Megan Fox und Machine Gun Kelly für den Thriller Midnight in the Switchgrass, auf der Spur des Killers gemeinsam vor der Kamera. Zudem haben sie soeben auch die Komödie Good Morning gedreht. Die beiden machten ihre Beziehung im Juni 2020 öffentlich. Am 12. Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt.